Hi guys, today we are starting the celebration of Folk Feast Stuttgart. It's a period when we welcome autumn in Germany. It's a very interesting program. I want you to watch and enjoy with me. Waiting with all enthusiasm, it will start very soon. We are waiting for the procession. Yeah, as you can see, they are approaching. This is a very important feast in Deutschland. We celebrate it 2 times in every year, in April and in September. This September one is used in welcoming the autumn, that is cold period. In April, it's being celebrated to welcome the summer. It's a very interesting feast. Look at it! Wow! This is so interesting. Very interesting. Can you guys see this? Wow! Hello! Look at the horses. Die zum 200-jährigen Geburtstag neue restauriert wurde und die schon vor 200 Jahren genauso ausgesehen hat wie jetzt die Standarte von den Württemberger. Gestiftet hat die Standarte Karl Herzog von Nürnberg, der zugleich auch Ehrenpräsident des Cannstatter Volksvereins dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Der Herr, der die Standarte trägt, ist keine 200 Jahre alt, aber er macht es nicht gut. Und nun kommen die Fahrradschwinger und die von Fahrradzug der Niederburg Konstanz vom Bodensee. Und zwar deshalb, weil Cannstatt mit 1821 zum Bistum Konstanz gehörte. Die Fahrradschwinger sind absolute Weltklasse jedes Fass. 54 Mal wurden sie Weltmeister. Zeige mal, was wir können. Jawohl. Der Bundesfahrradschwinger hat Gerhard Steig. Stammboden der Württemberger Kirchen und zur Ehre seiner 1819 verstorbenen Russen-Frau Katharina von Giovanni Salucci bauen. Hier sehen Sie den originalen Nachbau der Grabkapelle. Und wer auch schon mal oben war, der weiß, wie toll es da oben aussieht, wie toll die Aussicht ist, wie toll der Wein von oben ist. Und der Fanfarenzug der Niederburg aus Konstanz. Hochzeuge-Festwagen, originalgetreu rekonstruiert, mit dem Obst und Gemüse geschmückt, genauso wie er 1841 beim Festzug der Württemberger zum Regierungsjubiläum König Wilhelms gefahren ist. Die Fruchtsäule war bereits in den Anfängen das Symbol für das Volksfest. Sie wurde geschaffen vom württembergischen Hofbaumeister Nikolaus von Touré, der auch den Cannstatter Kursaal und das Katharinen-Hospital gebaut hat. Und auch diese im Trachtenkurve kriegen Applaus. Jawohl! Und wie will es mal bei Cannstatt? Und jetzt kommt die historische Hochzeuge, Festwagen. So hat sie schon 1841 ausgesehen. Und wieder an Nummer 5 kommt jetzt der Hochadel 1860 von Württemberg. Eine Gruppe aus Kornwestheim. Cannstatt war im 19. Jahrhundert einer der angesehensten Kurgrade auch in Europas. Adelige, gelungene Künstler, wie der Schriftsteller Honor Redefeld sagt, und das eine Mineralwasser zu trinken und darin zu baden. Das heißt, die Hochkollegen damals gegen Cannstatt ein und aus. Der Hochadel von 1860 von Württemberg stellt den Hofstaat von Königin Olga von Stuttgart dar und zeigt, wie die Herrschaft durch die Cannstatter Straßenplanier sind. Küsst die Hand, die Damen. Servus, die Herren. Gut schaut aus. Schönen Applaus für die Damen und Herren. Der Hochrat ist kein Verein, sondern eine Interessengemeinschaft, die leider alle nach Originalstücken nachgeschneidert und komplett in Handarbeit gearbeitet. Auch die Hymne wird selbst gemacht. Die Leiterin ist die Petra Spindler. Herzlich willkommen, toll schaut aus. Richtig gut. Und nun kommt wieder Nummer 6, die Stadtgarde hinzu. Pferd von Stuttgart 1652. Kurz nach Ende des 30-jährigen Krieges wurde es erstmals erwähnt. Zweck des Punkts war die Verteidigung der Stadt sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung innerhalb der Stadtmauer. König Wilhelm I. ordnete an, dass die Stuttgarter Stadträder alljährlich beim Ritt von ihm 1808 im Cannstatter Volksfest das Geleit gab. Und auch die Festgelände gemeinsam mit dem Volksfest den Schutz zu halten. Die Stadtgarde zu Pferd Stuttgart 1652. Und nun kommt wieder Nummer 7, das Brauerei Festgespannter der Stuttgarter Hochkollegen. Gezogen von schwarzen Fässern als Schubpferden. Die Hochbräu war eins. Gegründet 1994 von Traditionsbewussten Cannstatter Bürgern und dem Altstadtrat Robert Kauderer. Herzlich willkommen! Der Cannstatter Volksfestverein. Die Reihenfolge. Die Jugendgruppe mit einem Bänderbau. Dann dahinter die Trachtenkurve des Volksfestvereins. Das Wortzeichen Cannstatts auf einem Festwagen, die fast 5 Meter hohe Kupferkante. Aber die sehen wir noch ein bisschen später. Zuerst schauen wir mal die schöne, tolle Jugendgruppe und die Trachtenkurve des Volksfestvereins an. Toll, wie ihr über die Runde aufkommt. Meine Damen und Herren, ich muss euch sagen, mein Königin im Vorjahr und der Dominik aus Sanori, die Säulenfelder, die immer bereit ist und die ist alles so toll. Machen wir die Wolfgang Absolutely.